Spur 1 Radio, die elektronische Sendung für Musik oder auch Spur 1 Music, die Sendung für elektronische Musik, wie ihr das möchtet. Auf jeden Fall haben wir heute CUT, EAD hier, Katet. Hallo? Das mit dem Buchstabieren. Das müssen wir nochmal üben. Jo, hi. Cool, dass ich da sein kann. Schön, dass du hier bist und ein paar Roboter mitgebracht hast. Ich würde gar nicht lange jetzt schnacken. Kopf in den Nacken, dir viel Spaß. Eine Stunde Cuthead. Was er macht, werdet ihr jetzt sehen. Ich auch. Bis gleich. Oh.
Thank you.
motherfuckers bite my space shit. Get off my dick, I was born on Jupiter. Yo, yo, yo.
We'll be right back.
Drop it as Chaka chaka limko Drop it as Chaka chaka limko Drop it as Almighty Father, the creator of heaven and earth, the maker of all living, visible and invisible, knew this music, and we call it the only kind of music that makes you move closer and closer to yourself, to yourself. You keep thinking to yourself, is it right or is it wrong that the message in the music is to make you feel so strong? Relax your body. Come on and let your body move. It's time to get into the groove. Come on and let your body move. Relax your body. Relax your body. Come on and let your body move. It's time to get into the groove. Come on and let your body move. Relax your body. Relax your body. Let your body move. 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 Let your
Let your body move. 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 Let your body move.
Thank you.
We'll be right back.
walk it like I talk it, walk it, walk it, talk it, walk it, talk it, walk it. Talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it, walk it, talk it, walk it like I talk it, walk it, talk it, walk it, talk it, talk it, talk it, walk it, talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it, walk it, talk it, walk it like I talk it, walk it, hey, hey, walk it like I talk it, hey. Walk it like I talk it, walk it, don't talk it, walk it like I talk it, walk it, don't talk it, walk it like I talk it, walk it, don't talk it, walk it like I talk it, walk it, don't talk it, walk it like I talk it, walk it, don't talk it, walk it like I talk it, walk it, 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 talk it, talk it, walk it like I talk it, you talk it, hey, talk it. Talk it. Hey. Talk it. Hey. Fährt der Schlitten noch ein Stück? Ja. Lustige Nummer, die du hier abgespielt hast. ja, danke. Kann man das in irgendeine Schublade packen als Genre oder ist das multidisziplinar? Naja, heute für so eine Radiosendung ist es schon sehr multidisziplinar gewesen. Sonst passe ich mich da auch an die Gelegenheit an. Wenn es da irgendwie im Club ist, dann würde ich jetzt eher Four to the Floor Sachen spielen oder je nachdem, was so passt. Hip-Hop kann auch immer sehr an die Hose gehen, wenn man so 70 BPM plötzlich in so einem Tanzlokal spielt. Ne? Aber wenn man Baggies anhat, dann ist es eigentlich okay, wenn es in die Hose geht. Bei dem Instagram-Profil steht Sandstein Reggae. Vielleicht können wir das ja... Ja, wir hatten der Jakob Korn und ich hatten mal die Idee, so ein schönes sächsisches Musik-Medley zu machen. Sandstein Reggae, I'm walking on Sandstein, let the sunshine in your heart, Sand is steining, the weather is sweet. Da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Dresden Marketing, wenn ihr das hört. Das ist die Idee. Ja. Im Hinblick auf 2025 würde ich trotzdem dir noch mal ein paar Fragen stellen. Und zwar, du warst bei uns 2013, jetzt haben wir 2019, sind 6 Jahre vergangen. Ja. Wenn du dich noch erinnern kannst, was du da gesagt hast,
Was hat sich in den 6 Jahren so getan in deiner Laufbahn? Oh je, 2013, da hatte ich auf jeden Fall diese Mütze auf. Das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich ab und zu mal dieses Profilpic da bei YouTube sehe. Ich habe echt viel gespielt seitdem. Da war ja 2015, war der Boiler Room und danach ging es echt ziemlich los, 2 Jahre so. Da war ich viel unterwegs gewesen, überall so, ja. Kann man dann Highlight rausziehen aus den Gigs? Jetzt der beste ever, okay, puh. Ja, also es ist immer mal so, mal so, mal sind viele Leute da und es ist dann meistens so, dass man, wenn man es überhaupt nicht erwartet, dass es dann voll geil wird. Zum Beispiel eine Sache war echt cool, ich war mal in London gewesen und das war so ein Pool-Dings gewesen, so ein Pool, also hier Billard, lokal und voll abgefuckt, überall Kabel rumgelegen, eigentlich ein scheiß Soundsystem und dann war das echt eine krasse Party gewesen. Und manchmal klappt es doch irgendwie, da habe ich aufgelegt. Hat echt so jeder Übergang, bam, bam, 30 Sekunden und die Leute haben übelst gedanced. Das war auf jeden Fall ein Highlight, was mir gerade so in Erinnerung ist, aber es ist immer mal wieder was Cooles, wenn man es nicht erwartet. Ja, und ja, manchmal auch, wenn man es erwartet. Aber du würdest nicht sagen, dass jetzt auf der Insel die Leute mehr abgehen zu dem, was du machst? Nee, also auf jeden Fall herauszuheben wäre Frankreich, da war ich richtig oft. Da war, glaube ich, 2011 oder so, haben wir die Uncanny Valley 2 rausgebracht und da war Sinner drauf und das war auf jeden Fall in Frankreich ein ziemlicher Hit gewesen. Das war auch dann von Air France lizenziert und sowas, weshalb ich bestimmt 50 Mal in Frankreich war. Da. Und ich glaube, das wird heute noch relativ viel da gespielt, wenn ich manchmal so bei Spotify gucke, woher die Hörer kommen. Bedeutet aber nicht, dass es im Flugzeug kommt? Doch, bei Air France kannst du es auf diesem Radiosender da hören, da ist doch so ein, im Sitz so ein Radiosender. Ach, gucke. Ich weiß nicht, ob das immer noch kommt. Die haben einmal bezahlt. Ich weiß nicht, wie lange die das dann spielen. Flatrate gebucht. 2013 war, glaube ich, ein Jahr, wo du 80 Gigs hattest im Jahr. Hat sich das so gehalten oder ist es weniger geworden? Mehr? Kann man da irgendwie... War das so viel? Also ich glaube, nach dem Boiler rum war es richtig viel, aber 80, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen auf die Kacke gehauen. Habe ich das damals gesagt? Ich habe das hier mir so hingeschrieben, ja. Okay, da habe ich wahrscheinlich übertrieben. Aber es waren schon viele gewesen. 80 ist ja im internationalen Vergleich gar nicht so viel, aber so mega viel will ich auch nicht spielen. Das hat auch viele kaputt gemacht und die haben nichts mehr rausgebracht. Ja, aber war schon immer was los. Da waren noch viele Wochenenden, 2-3 Mal danach. Da war auf jeden Fall viel. In Hinblick auf Dresden, du hast ja nur die Welt schon ein bisschen gesehen. Fehlt dir hier irgendwas in Dresden oder bist du hier nach wie vor gerne Resident? Also quasi, also vor Ort, also bleibst du hier? Hast du irgendwie Pläne, dass du vielleicht mal längerfristig irgendwie... Das hat man auch noch nie. Ja, Dresden ist voll cool eigentlich. Also ich finde es hier schon sehr lebenswert. So an sich ist natürlich... Manchmal ist es ein bisschen zu provinziell, wenn man in vielen großen Städten so guckt. Andererseits hat das dann natürlich auch Vorteile. Ne? Kann überall cool mit dem Fahrrad hinfahren, Natur ist gut, Wohnen ist billig. Das hat schon echt, also zum Leben ist es eigentlich ziemlich optimal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwie weggehe. Keine Ahnung. Eine Villa. In Bel Air. Mir kaufe. Und die Homebase mit Uncanny Valley ist auch nach wie vor noch die beste. Ja, also ich habe ja fast alles da rausgebracht und die Jungs sind weiterhin, sind wir in guten Kontakt. In der letzten Zeit ein bisschen ruhig geworden. Ich habe auch ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet. Sind tatsächlich jetzt auch weniger Bookings so in der letzten Zeit gewesen. Was mir jetzt aber nie ungelegen kam, weil ich habe jetzt noch ein zweites Kind zum Beispiel und da ist es eigentlich ganz cool, eher ausgewählte Sachen und kleinere Sachen zu spielen. So auf 2-3 Mal am Wochenende, das ist dann auch ganz schön anstrengend und nur dann schnell in Arbeit artet das aus. Und hast du neben der Zeit für die Musik dann überhaupt noch Zeit in deiner Freizeit, dich um andere Sachen zu kümmern, wie Videogeschichten? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das habe ich mehr oder weniger zu meinem Hauptfokus erhoben in den letzten 2 Jahren. So.
um auch einfach nicht so viel weg zu sein. Ne? Genau. Und aber das passt eigentlich ganz gut zusammen am Ende. Ne? Das geht ja irgendwie um Ausdrucksform. Und im Video kann man auch, wie gesagt, wir haben es ja vor uns gerade kurz besprochen, kann man auch immer mal einen Track verwursten in einem Videoprojekt. Und das ist am Ende so die Königsdisziplin. Hat man bewegtes Bild, Musik, Schauspiel, eigentlich alles dabei. Ja. Das wollte ich gerade zitieren, weil das hast du nämlich genau 2013 auch gesagt, dass es die Königsdisziplin ist. Es ist auch weiterhin die Königsdisziplin, finde ich so. Ja. Wir arbeiten ja auch zusammen dieses Jahr fürs D-Festival im Trailer-Team. Da gucken wir mal, ob wir uns die Krone aufsetzen dürfen. Ja, hoffentlich. Die Idee, die wir entwickelt haben, die ist ja ganz cool eigentlich. Also ich finde es noch gut, was schon mal ein gutes Zeichen ist nach einem Monat oder so. Und ja, man kann gespannt sein. Nochmal eine technische Frage. Du hast jetzt hier dein Setup stehen. Ist es das Setup, was du immer dastehen hast oder experimentierst du noch? Ja, das meiste ist schon immer dabei. Manchmal, wenn es weniger Hip-Hop ist, mache ich mal noch ein anderes Gerät dazu, ein anderes packe ich ein und je nachdem, was für eine Fluglinie es ist, muss man auch ein bisschen aufs Gewicht achten. Und das Ding hier, das ist echt schwer. Und ich wollte eigentlich immer alles ins Handgepäck mitnehmen, damit das nie kaputt geht. Genau, also das ist da tatsächlich so ein bisschen praktisch eher angelegt, dass man das alles in eine Tasche bekommt, die dann zwar viel zu schwer ist, aber wenn man sich nichts anmerkt, kriegt das eigentlich niemand mit. Zur Not noch einen Ballon dran und dann... Nee, man muss nur sich den zitternden Arm und die verbissenen Zähne verkneifen und das muss super leicht aussehen. Weil es ist halt nie groß, der Koffer, aber sau schwer. Es ist bestimmt 20 Kilo und ich glaube 8 Kilo darf man mitnehmen. Ja, aber das ist schon meistens, passt halt nie alles rein. Das Ding muss ich dann irgendwie anders noch teilweise reinstecken. Ja. In die Hose. Ja, in den Beutel. Auch wenn du quasi das ein bisschen zurückgeschraubt hast mit deinen Gigs, der Sommer steht vor der Tür, irgendwie festivalmäßig irgendwas? Ja, es sind ein paar Festivals. Also ich bin jetzt, jetzt ist kein Festival am Wochenende, bin ich aber mal in der Schweiz. Dann ist noch Brüssel demnächst und London war auch was gewesen. Wie ist der Laden nochmal? Vergessen. Ja, London ist auf jeden Fall noch und dann waren auch noch ein, zwei Festivals gewesen im Sommer. Ja, das ist so der Plan aktuell. Aber sehr gechillt. Ja. Und auch da nochmal die Frage, Red Bull Music Academy, du hast ja damals viel gezerrt davon, sag ich mal, von der Geschichte. Ist da noch irgendwas heiß? Letztes Jahr war ja Flying Lotus und Thundercat im Mauerpark, was schon ziemlich eine große Nummer gewesen ist, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall, allein dafür hätte es sich schon gelohnt. Und keine Ahnung, also es ist ja schon mittlerweile über 10 Jahre her, ne? Also ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand guckt oder ob das schon in der Geschichte gelehrt wird, so eine Veranstaltung. Das ist echt schon ganz schön lang her. Genau, aber ich verfolge schon immer noch die Academy und gucke, wer da so ist. Ja, und gucke mir die Lectures an. Aber auch da nochmal, würdest du dir für Dresden noch irgendwas wünschen? Sowas wie diese Boilerum-Geschichte, dass da irgendwie noch mehr geht? Also, dass Dresden einfach noch mehr zugemutet werden könnte? Das wird sich schon von alleine ergeben, glaube ich. Also, hier wurde halt relativ lange wahrscheinlich so ein eigenes Süppchen gekocht, aber das weicht ja in den letzten Jahren schon massiv auf eigentlich, weil alle miteinander vernetzt sind. Am Ende auch durchs Internet, sodass das vielleicht dann ist auch irgendwie egal ist mit der Zeit, wo man eigentlich stationiert ist, um es mal militärisch zu sagen. Von daher, ich denke, das kann man jetzt auch nie irgendwie groß forcieren oder so, da was zu machen. Ne? Man muss einfach machen, glaube ich, und ein bisschen international gucken. Ich hatte immer den Eindruck, dass früher, bevor Internet kam und viele Leute hergezogen sind, dass da immer schon die Leute sehr mit irgendwelchen Crews aus der Nachbarstraße beschäftigt waren, anstatt irgendwie mal Radio zu hören aus einer anderen Stadt. Aber das ist schon lange Vergangenheit, glaube ich. Ja. Also quasi über den Tellerrand hinaus gucken. Ja. Genau, also da geht ja schon einiges.
ich finde auch jedes Jahr kommen irgendwie neue Leute, die man noch nie gesehen hat und dann sind die plötzlich da und sind voll aktiv und dann, ja, da kann ich mich früher nie so dran erinnern, dass es da irgendwie Haufen Leute gab, da waren es eher immer die gleichen, die Urgesteine und dann irgendwie 3-4 junge Leute, aber da geht schon was, finde ich. Also hast du persönlich quasi auch nie ein konkretes Ziel, was du noch irgendwie machen willst, sondern es geht einfach nur ums Machen, letztlich? Ja, am Ende ist es das. Ehrlich gesagt, ja, was gibt es denn da noch zu erreichen? So, da ist schon, also klar, geht immer höher, größer, weiter, aber das ist dann eigentlich gar nicht so erstrebenswert, finde ich. Weil diese kleinen Läden sind schon am sympathischsten, ne? Man will ja nie auf irgendeiner riesigen Bühne stehen mit Gittern davor und überhaupt keinen Kontakt zu den Leuten haben. Und das wäre ja zum Beispiel jetzt, wenn man richtig groß, dick im Geschäft ist, dann ist es eigentlich, ich glaube, gar nicht so ein cooler Vibe. Ja. Von daher spiele ich lieber noch in so einem kleinen Rahmen. Ja. Lieblingslocation in Dresden? Das ist eine gute Frage. Wegen Kindern bin ich halt auch viel jetzt einfach draußen, ne? Also ein Palais Palette und so war immer sehr schön gewesen, fand ich. Ja, also ich bin gar nicht mehr so in diesen Kellerläden aktiv und bin auch tatsächlich viel zu Hause, wenn ich dann mal da gewesen bin, in letzter Zeit gewesen. Von daher habe ich das eher so auf den Tag verlagert und bin mal früh am Sonntag irgendwo hingegangen, anstatt da irgendwie nachts um 4 noch wach zu sein. Ja, alter Mann. Das ist der Lauf der Zeit. Also freizeitmäßig quasi Family und die anderen, das andere Drittel ist quasi die Musik. Genau, das kann man schon sagen. Viel, ja, auch viel Video jetzt tatsächlich machen, ne? Aber da kommt es immer mal wieder rein, dass man mit Musik auch zu tun hat und irgendwie was auswählt, das würde ich jetzt gar nicht so trennen, so strikt. Ja. Und Inspiration kommt immer noch vom ganz vielen Musik hören oder hast du irgendwie irgendwelche Kanäle forciert? Ne, ich höre noch viel Podcasts und Radioshows, so, ne? Das gefällt mir immer noch ganz gut. Jazz Peterson und ja, meine ganzen alten Podcasts und guck auch im Netz halt, ne? Musik hören. Ich höre gerade viel, auch so Rap wieder tatsächlich. Und ja, da ist irgendwie gerade wieder ein Revival. War ich lange Zeit gelangweilt davon, aber irgendwie ist es eigentlich ganz fresh wieder nach langer Zeit. Diese Golden Era-Geschichten interessieren mich eigentlich jetzt nicht mehr so, war ich lange, aber gibt immer mal wieder freshe, experimentelle Sachen. Und ja, die Kids machen schon ziemlich freshe Sachen da. Ja, ne, ich habe ja auch Nachwuchs und der beschäftigt sich auch ganz viel mit diesen Trap-Sachen irgendwie. Ich habe mich da auch ganz lange gewehrt, jetzt hör ich mir auch schon solche Autotune-Geschichten an, furchtbar. Okay. Auf der einen Seite, also auf der einen Seite ist es erstmal so eine Überwindung, weil warum muss man diesen Effekt da überall drüber ballern? Letztlich, wenn die Musik halt der Shit ist, dann ist auch das Gelaber ganz okay. Ja. Gibt's Schlimmeres auf jeden Fall. Also ich ertappe mich immer mal wieder, dass ich das jetzt in meinem Ohr drin stecken habe. Ja, das ist halt nur eine Technik am Ende, ne? Und bei gewissen Sachen, also am Ende zählt ja immer so der Kern, ob das eine gute Idee ist und ob das irgendwie fresh ist am Ende, ne? Und ob das nur elektronisch erzeugt ist, das war halt, was mich am Hip-Hop immer so gestört hat, dass das dann halt so, es muss so und so klingen und das ist real und das ist nie real. Und wenn es halt andere Sachen sind, es gibt immer coole Sachen in jedem Genre eigentlich und die machen das ja auch nie, um uns zu ärgern oder dich zu ärgern. Ich habe das auch lange nicht so ganz verstanden mit dem Autotune, aber es ist schon eigentlich ganz cool manchmal. Und es hat sich halt irgendwie völlig verselbstständigt, die Geschichte. Es war eigentlich mal zum Geradesingen gedacht und das wird ja nicht mehr. Und vor allen Dingen so subtil. Ich glaube, Cher oder so hat das erste Mal gemacht, oder? Also habe ich jedenfalls das erste Mal gehört. Ja, ist ich finde es cool. Ist halt mal jemand vom Regler abgerutscht und seitdem ist er halt auf die 100. Ich habe noch so eine kleine Fragerunde, die wir jeden Gast stellen, ja, wenn er alleine ist. Und zwar, als Kind wollte ich immer Müllmann werden.
Tatsächlich. Ein Grund dafür? Ich habe gerade in den Mülltonnen geguckt, was da so drin ist. Und außerdem, wenn man ein Kind ist, dann sind die meisten Jobs halt langweilig, weil die Leute irgendwie da sitzen und was schreiben. Und wenn man nicht schreiben kann, versteht man das halt nie. Aber ein Müllmann, das versteht man auch als Dreijähriger. Der holt halt die Tonne und tut die ins Auto rein. Und der darf halt hinten auf dem Auto drauf stehen und halt mit surfen. Ja, das ist ja noch DDR-Zeit gewesen und da waren die Tonnen ja noch so rund. Und dann haben die so geil gespinnt und das hatte schon eine gewisse Klasse. Ja, mein Stiefvater hat das auch gemacht, der hat dann immer so quasi, wir schieben an oder ja. Bremsen und die haben halt... Da ja. In der Mitte so ein Bubbel dran und dann haben die Hand und dann sind die da an und dann standen die ganzen Kinder da. Aber Müllmann ist immer noch interessant, auch mit viereckigen Tonnen. Also nicht für mich, aber mein Sohn findet das ganz gut. Und wo wir gerade beim hinten auf dem Müllauto stehen sind, bist du mal auf einer Straßenbahn oder S-Bahn gesurft? Hast du da mal den Weg irgendwie illegal beschreitet? Nee, habe ich nie. Gut, ich ja. Auf jeden Fall, aber dann habe ich... Puh, das ist eine schwierige Frage. Oh, bin ich gerade überfragt. Was haben die anderen da gesagt? Die meisten haben ja gesagt, die haben halt irgendwas anderes gefunden. Letztlich das. Aber dann bin ich doch kein Müllmann geworden. Genau das. Ohne Alkohol hätte ich nie. Ich habe gar nicht so viel Alkohol getrunken, muss ich gestehen. Was heißt gestehen? Das ist eigentlich nicht so schlecht. Kein Alkohol groß zu trinken. Ohne Alkohol, pff. Ich habe immer Kopfschmerzen gekriegt. Ohne Alkohol hätte ich wahrscheinlich weniger Kopfschmerzen gekriegt. Genau. Habe ich jetzt gelernt von einem Osteopathen, Weintrauben mit Kerne essen und Lachs und die Magnesiumtablette. Dann ist das wieder weg am nächsten Tag. Oder dann ist der Tag entspannter auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mag sein. Für mich schützt es halt vom Alkoholismus. Ich kriege auf jeden Fall immer einen mega Schädel, vor nur ein Weinglas trinken. Ja, also ich werde auf jeden Fall nie in Frankreich eingebürgert, wo ich oft da war. Ich rege mich auf, wenn? Puh. Ja. Kann man sich eigentlich aufregen darüber, dass sich andere Leute aufregen? Das ist auch ein bisschen komisch, oder? Fast auch ein bisschen verrückt ist es schon. Ja, es ist ja letztlich immer die Frage, ob man sich halt in der Vergangenheit aufhält und immer sagt, man hätte das und hier und da, oder man guckt nach vorne und sagt halt... Wäre Fahrradkette, um mal Lothar... Wäre Fahrradkette, Lothar Matthäus Zitat. Also, ja. Super geil, oder? Wenn Leute halt so rummeckern, sinnlos, da kann ich mich drüber aufregen, obwohl das eigentlich auch nicht cool ist, sich darüber aufzuregen, dass sich andere aufzuregen. Aber das regt mich manchmal schon auf. Also, kein Scheiß halt, ne? Nichts Spezielles jetzt, was mich aufregt. Eigentlich bin ich der Optimist, meistens. Immer. Eigentlich. Was bleibt immer anders übrig, nach vorne zu gucken? Ja. Und ich bin aufgeregt, wenn... Ich bin tatsächlich noch aufgeregt, auch so bei Sets, ne? Gerade so Live-Set ist man ja ein bisschen unflexibel und teilweise kommt man da schon in verrückte Situationen, dass irgendwelche, irgendwie ein Rockfestival oder so ein Band-Ding und einer da, der das mit organisiert, fand halt mein Sound dann gut und dann steht man da halt zwischen so Bands und so, ne? Und dann mit Vorhang runter und Umbauphase und sowas, das ist ja schon eher ungewöhnlich. Da bin ich dann schon aufgeregt, wenn man super unsicher ist, ob das jetzt funktioniert. Und das ist teilweise auf jeden Fall der Fall. Und ja, das ist ja dann auch ziemlich mit einem selber verknüpft, ne? Wenn man da ewig Musik macht und dann funktioniert es irgendwie nie. Oder man denkt schon so, oh fuck, das passt eigentlich hier überhaupt nie her. Was haben die sich dabei gedacht? Es gibt ja teilweise auch Leute, die wollen quasi ihr Publikum erziehen. Und buchen dann irgendwelche Leute, die sie cool finden, aber in den Läden würde das eigentlich gar nicht funktionieren. Und dann muss man da halt irgendwie das durchziehen. Das kann schon mal ein bisschen schwierig sein, ne? Das ist auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall aufgeregt, wenn sich sowas anbahnt. Dann ohne Rockerkutte, willst du jemanden grüßen? Hast du noch irgendwas loszuwerden?
Nö, alles gut. Läuft der Laden. Ja, ups. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du hier da warst. Das Live-Set war auf jeden Fall der Shit, würde man so sagen. Ja, das sagen die, weiß man gar nicht, ob das noch sagen, die jungen Leute. Wahrscheinlich sagen die das nie. Cloud-Rapper würden irgendwas sagen. Ja, aber irgendwie Killer, der Shit. Fresh, dope. Ja, auf jeden Fall, das war's. Und wir würden uns... Wie man hier sagt. Würden uns bedanken, dass ihr hier zugeschaut habt, zugehört habt. Wir würden uns auch in 14 Tagen wiedersehen. Wer da kommt, ist wie immer super geheim. Und dann hoffen wir, ihr genießt das schöner werdende Wetter. Jo. Und nicht immer nur im Keller abjungeln, auch mal rausgehen. Auf der Spur bleiben. Ciao, ciao. Genau. Wie Peter Lustig sagen würde, jetzt abschalten.